Leute und damit willkommen zu Man of Medan auf dem PC. Ja, starten wir das Ganze mal. Und let's go. Man of Medan. Es geht ja schon gut los, ein paar Särge. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Also, wann läuft's für mich mal richtig gut? Du weißt schon, ein schönes Leben und so. So, was kriegen wir jetzt? Das ein Fisch. Sieht aus wie ein Fisch. Okay. Nie das Haifu. Können leise Rennhe Fang Xiang. Dann ist. 当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 Verderben? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja, hältst dich wohl für stark. 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Na, dann mal los. Läuft doch. Und ausweichen. Fuck. Have a nice day. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Ab in die Zwei!
Was ist das? Noch ein Sarg oder was? Nee, da ist ein Totenkopf drauf. Das ist bestimmt was anderes. Echt mit einem Schlag ausgenockt. Läuft. Einschlag. Jetzt läuft da irgendwas aus. Ah, zu den Sägen. Da mal los. Was haben wir hier? Foto. Komm bald. Was zum Teufel? Es geht ja gut los. Schon die erste Leiche. Schlüssel. Kommen wir damit hier raus? Ja, passt. Top. Sicht ist echt nicht schön. Komische Stelle. Charlie, wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ja, lebt auch noch. Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Na, dann mal los. Verdammt!
kacken würde. Was war das? Was war das? Okay, verschlossen. Charlie, hilf mal! Ach, zu. Oder? Scheiße. Oh, der nächste Tote. Ja, du sagst es. Total sehr schön. Scheiße. Verdammt, noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Überall Tote. Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Okay, hier ist nichts. Gehen wir da weiter. Diese Steuerung, ey. Runter. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Hey, Alter, Chuck? Was ist das? Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Sagt, wer ist Hallus? Charlie, komm mal her. Noch mehr Tote. Kind oder was? Hey, da ist überall das Zeug. Komm her! Wirklich. Hey!
ist tot wie das. Oh Gott, nein! Charlie! Stirbt erstmal, wa? Vor Schreck gestorben. Läuft. Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Vor Schreck oder was? Won't you spare me over till another Guter Vorspann. So, dann mal weiter. Hallo. Ah, wer ist er? Und willkommen. Jo, moin. In meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit. Leben
und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Okay. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Nö. Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder okay, Freunde, damit würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Clip. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, ciao.